Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Tonholz und mit ein paar besonderen Eigenschaften vom Holz generell. Weil ich draufgekommen bin, dass einfach einige Leute das nicht wissen, um was es da genauer geht. Ja? Was aber wichtig ist für das Verständnis und auch für die Spürbarkeit. Also, mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Zuerst noch ganz kurz was in eigener Sache. Ich habe jetzt wieder das schwarze Leiberl angezogen, weil offensichtlich habe ich mit dem gestreiften Leiberl und mit dem, dass ich schlanker ausschaue, irgendwas nicht verstanden. Also, kann passieren. Ich finde trotzdem, dass es gut gepasst hat. So ein Schleimer. Unglaublich. Okay, ich muss euch jetzt ein bisschen was aufzeichnen. Und zwar, wie die Oma mal schon immer gesagt hat, von welcher Seite schneidet man einen Baum? Immer von der anderen. Richtig. Wir schauen uns jetzt einmal einen Baum an. Der Baum ist also ein Baumstumpf von mir aus. Nicht? Innen drinnen ist der Kern, außen und drum habe ich die Rinden. Ja? Die, sagen wir mal, häufigere Methode, wie für einen Instrumentenbau das Holz geschnitten wird, das ist, dass im Prinzip das gefiedelt wird. Deswegen bezeichnet man den Schnitt auch sozusagen als Quartierschnitt. Ja? Und dann werden da so Spalten rausgeschnitten. Das heißt, ich habe dann da so Holzbredeln, die da dicker sind und da logischerweise dünner sind. Und die Jahresringe, die drinnen sind, die gehen ja so um und um im Baum. Ja, also die laufen ja immer so um und um. Ja. Das heißt, ich habe dann lauter stehende Jahresringe drinnen, was für die Rissbildung das widerstandsfähigste ist. Ja. Und so ein Bredel schaut in Wirklichkeit dann, das ist genau so ein Bredel da. Das heißt, ich habe es da dicker, ich habe es da dünner, das ist die Kernseite und das ist die Rindenseite außen. Ja? Und man sieht, so schaut das aus. Und die Jahresringe sind alle stehend drinnen und ich sehe dann die Markstrahlen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr einen Geigensteg oder was ausschaut, da sieht man dann auch diese dunkleren Striche, die stehenden, Jahresring liegend. Im rechten Winkel dazu die Markstrahlen. Genau das gleiche in grün. Ja. Quartierschnitt hat den Vorteil, dass also weniger leichter Riss reinkommt, als zum Beispiel dann beim Schwartenschnitt, ja, oder Tangentialschnitt, das erkläre ich auch gleich. Ja. Und von den Schwundmaßen her ist es interessant, weil ein Baum in der Richtung am wenigsten schwindet, sprich kleiner wird, wenn er trocknet, ja, in der Richtung am Umfang am meisten und in der Richtung sozusagen mittelmäßig. Ja? Rein vom Prozentsatz und wie viel wird ein Holz kleiner beim Trocknen. Ja? Kennen tut man das und sehen tut man sehr, sehr gut, wenn man Brennholzscheitel hat, ja? Wo im Prinzip immer radial diese Sprünge drinnen sind, weil eben am Umfang das am meisten trocknet. Ja? Gut, das ist jetzt mal das eine Brett. Entweder ist das so groß, der Baum vom Durchmesser her, ja, das ist jetzt auch der Durchmesser da, ja, entweder ist er so groß, dass ich da Jelly rausbringe und ganze Böden für Geigen und Bratschen rausbringe. Wenn das kleiner ist, ja, dann wären einfach zwei solche Stickeln, also das zum Beispiel da und das, die werden dann sozusagen so aufgekloppt, ja, dass damit ich dann letztendlich da zwei habe, die verleimte und die sind dann geteilte Böden. Ja. Auch leicht zu verstehen. Wenn ich jetzt sozusagen keinen Quartierschnitt mache, um stehende Jahresringe im Boden zu haben, dann kann ich hergehen und kann von einem Baum auch so Tangentialschnitte setzen oder Schwarten erzeugen. Ja? Das ist jetzt, was da liegen, die Jahresringe drinnen. Ja? Das ist jetzt im Prinzip dann genau so ein Bredel, wie es da ist. Das heißt, und zwar, das ist also, sag einmal, kein ganzer Schwartenboden. Da herum ist also ein Grotschen. Aber da in der Mitte sieht man es dann in Wirklichkeit schon auch, dass die Jahresringe sozusagen diese Fladern haben. Ja? Das ist auch ein sehr hübsches Material. Das Problem ist allerdings, dass ich natürlich so ein relativ großes Schwundmaß habe. Ja? Und die Rissbildung ist beim Schwartenboden definitiv leichter als beim stehenden Material.
kann man sich ja ganz leicht denken beim Holzkleben, wo haut man mit der Axt rein? Wer klebt heute noch Holz? Ja, du nicht, die Buben dürfen das machen. Was übrigens genau den Grund hat, dass wir keine Kinder der dritten Welt ausbeuten, sondern nur die eigenen. Ja? Das hat sich bewährt. Ja? Dafür sind die eigenen Kinder übrigens sehr dankbar. Naja, du lernst was fürs Leben. Aber beim Holzkleben fährst du eben auch außen radial ein. Natürlich, weil du am leichtesten die Spätwirkung hast. Genau, und haust das nicht quer. Nein, das geht viel schwerer. Jo. Richtig. So, und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Und zwar, wenn ich jetzt einen Baumstamm aufschneide, indem ich sozusagen Schwartenböden oberschneide, dann habe ich da ja die Jahresringe so drinnen liegen und beim Trocknen werfen sich diese Böden. Das heißt, wenn ich das Holzbrettel jetzt rausnehme, dann habe ich auf dieser Seite da die rechte Seite und da die linke Seite. Und dran tut sich das Material in Wirklichkeit so. Ja? Das heißt, ich habe da die Jahresringe drinnen und wenn das trocknet, dann wird die linke Seite, also die Seite, die zur Rinde hingeht, die wird hohl und das kriegt einen Bugel. Jetzt ist es in Wirklichkeit so, dass gerade außen bei so Riegelahorn, ja, natürlich, wenn das nicht weit einige der Riegel, ist weiter draußen mehr aufregende Flammen. Ja. Jetzt ist man geneigt, dass man sagt, okay, dann richte ich mir die Seiten ab und mache den Boden im Prinzip so außer, dass das da, ja, die Leimfläche wird. Überprüfen beim Band tut man es ganz simpel, indem man dünne Scheiben überschneidet und die aufklebt. Dann siehst du gleich, wie weit geht eine Flammung rein. So. Wenn das trocknet, dann biegt es ja so. Ja? Das würde heißen, dass das Leichtbogen ist und das dann nach wie vor sozusagen die Form, die Außenform vom Baumumfang hat. Dann geht man her, richtet das an, ja? Und schneidet dann da so die Wölbung aus. Ja, von der Geigen. Man muss, wenn man das macht, dann halt darauf schauen, dass die Zagen, die man dazu macht, auch sozusagen die linke und nicht die schönere Seite außen ist, weil sonst passt das optisch nicht zusammen. Ja? Die rechte Seite ist immer die schönere und das ist die, die zum Kern hinschaut. Genau, und deswegen ist es schwierig bei den äußersten Brädeln daraus noch was rauszubringen. Man bringt was raus, aber nur wenn man es falsch macht, indem man die linke Seite als Sichtseite hat. Was unter Umständen aber bei einem Baum, wo die Flammung nur ein Stück alleine geht, attraktiver sein kann, nur die linke Seite, einfach man kennt es sofort, ob es eine linke oder rechte Seite ist. Du kennst das nicht. Aber du bist ja kein Fachmann. Naja, aber ich bin am Weg, einer zu werden. Weil das stimmt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das kleine Geigenbau-Diplom habe ich mir schon mal ausgedruckt auf dem Computer, da habe ich selber was bastelt. Wenn man dann so ein Brädel hat, wie zum Beispiel das da, ja, und ich gehe da her und das wirft sie und ich richte dann das an, dass es gerade ist als Leimfläche, dann habe ich die rechte Seite als Sichtfläche aus am Instrument. Nur ganz außen geht sie sich nicht aus, weil ich kann das dann nicht da so viel abrichten, weil dann wird mir das Ding zu dünn. Das ist klar. Oder man müsste halt ein sehr dickes Ding abschneiden, das ewig trocknet und ja. Naja, man muss das Material oder man sollte das Material halt auch so verarbeiten, dass man halt natürlich schon möglichst was außerbringt. Bei einer Fichten gibt es diese schwarzen Teile in Wirklichkeit nicht. Das habe ich ganz selten aber das gesehen. In erster Linie sogar bei italienischen Instrumenten, da gibt es wirklich ein Celli, wo sozusagen zwei so Schwartenbrädel sind, wo du die Flader ganz groß siehst. Ja? Wahrscheinlich einfach kein anderes Material gehabt. Ist jetzt nicht ideal. Zwei Schwartenbrädel zusammengeleimt oder ja, was? Ja, habe ich gesehen beim Landolfi Cello. Ja, gibt's schon. Ich würde es nicht so bauen, aber weil es auch schwingungstechnisch ganz was anderes ist. Und von der Rissbildung her eigentlich eine Katastrophe. Das hat man auch gesehen auf dem Instrument. Weil da waren dann auch Äste drinnen. Ja. Naja, ich schaue mit meinem Schuhauge rein. Also voll, wer jetzt glaubt hat, er schaut zu mir um, liegt falsch, weil es war nur geschielt. Genau. In jedem Fall, ich hoffe, dass das verständlich ist.
Wenn nicht, dann fragt es halt einfach nochmal nach. Wenn nicht, kann man mich fragen, bitte, weil ich es mittlerweile verstanden habe. Alles dann. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart beim heutigen Video und vielleicht sehen wir uns beim nächsten wieder. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, tut es liken. Ja, disliken soll es nicht. Ja, ich wollte sagen, gebt zurück ein paar Daumen nach unten, dass mir halt einmal klar wird, wenn ein bisschen Schaß läuft. Ist jetzt nicht ganz ideal zeichnet, aber versteht tut man es. Ja, was nicht, ich hab's jetzt nicht kapiert. Das naja, du bist halt nicht klar. Ja, mei. Nein, es liegt natürlich nicht am Erklären und das ist eh logisch, nicht? Wie auch? Das ist nicht meine Schuld, wenn du das nicht weißt. Nein, Papa, ich sag dir keiner, dass du schuld bist. Nein, ich bin sowieso nicht schuld. Nein, natürlich nicht, ja. Das habe ich mir im Laufe von vielen Jahren trainiert, immer an suchen, der schuld ist. Ja, nein, schau dir noch viel Übung aus. Ja. Also von heute auf morgen kommt dir das nicht. Beim Deckel, beim Fichtendeckel ist er so. Jetzt wart, sagst du das noch fertig, oder? War ich nicht schon fertig? Nein, das war irgendwie ein bisschen alles durcheinander. Eigentlich babyleicht, oder? Wenn man es einmal verstanden hat. Ah, bitte halt die Gosch. Ja, jetzt rede ich noch relativ lang weiter, einfach nur, dass ich meinen Hund dadurch wegen einem Untertitel. Das ist klar. Schauen wir mal, wie sie schneiden lässt. Okay. 3, 2, 1, meins. Hast du das jetzt verstanden? Und im Übrigen möchte ich mich ganz herzlich bei der Kathi bedanken, weil das war heute alles aufgeklärt. Außer der. Schau mal. Schau mal. Hast du gesehen? Ja, viel Magnet und so. Ausbeute beim Baum killen. Killen? Naja, ich muss irgendwas Killermäßiges einbringen. Killermäßiges einbauen, okay, ist klar. Ja. So. Das Brettl war eine Sau, deswegen hat es einen Fotzen gekriegt. Passt bis heute mit dem Bild? Wie schaut das aus? Man sieht jetzt nicht wirklich viel von der Flamme oder so. Ja, so passt das schon. Ja, wenn ich Schäfe sag. Machen wir so. Wogelst du dann während dem Video mit der Pratze die ganze. Ja, genau. Ja, da würde die Pratze vielleicht nicht auf den Tisch tun. Ja, oder eine nur so. Ja, das ist super. Das schaut sehr gekonnt aus. Ist gut. Wenn ein Raffa-Haut so ein Schloch ist, bist du deppert. Okay, ist es ein, mach's ist es noch mal. Ein mach, spezieller. Ich mach's nochmal. Ich mach's nochmal. Noch noch hey! Weil sonst passt das optisch nicht zusammen. Ja? Hast du es jetzt verstanden? Du hast was gesagt vom linken und rechten Brädel. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es kommt da drinnen vor. Nein, ich habe nicht gesagt, linkes und rechtes Brädel, ich habe gesagt, linke und rechte Seiten. Ja, ja, die Zuhe passt. Können wir schon weitermachen. Mein Gott, nein, ist das ein Saubur. Nimmst du das auf, was du da zeichnest? Nein, weil mir das jetzt auch niemand gesagt hat. Das ist in Wirklichkeit die falsche Seite. Ja? Jetzt habe ich ein Blödsinn geredet. Das ist die richtige Seite. Du tust schon ein bisschen gern so Listen schreiben, gell, dass man dann was von der Checkliste streichen kann. Naja, im Gegensatz zu dir brauch ich eine Struktur. Also ich glaube, im Gegensatz zu dir merke ich mir das nicht, was ich mir denke, also muss ich es auch aufschreiben. Nein, ich brauche eine Struktur für den Tag. Wenn ich in der Früh schon weiß, wer der Arsch ist, dann tue ich mir einfach leichter. Wieso reden wir jetzt schon wieder über die Verwandten? Das. Achso, das hat jetzt gar keiner gesagt, wa? Ja, eben. Aber gut, passen tut's.